Seit Tagen stehen in Ägypten Lastwagen mit tonnenweise Hilfsgütern Schlange. Jetzt soll die lang ersehnte Hilfe für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen endlich anlaufen. Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Palästinensergebiet sollte am Freitag geöffnet werden, wie der staatsnahe ägyptische TV-Sender Al-Kahira News berichtete. Der Grenzübergang Rafah ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen. Seine Öffnung war von US-Präsident Joe Biden und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi vereinbart worden, mit Zustimmung Israels. Nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober hatte Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt und die Versorgung mit Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser gestoppt. Laut den Vereinten Nationen leben im Gazastreifen rund 2,4 Millionen Menschen unter katastrophalen Bedingungen.